Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Und da ist unsere Busstation schon da. Wir wollen nämlich jetzt wieder zu Alberts Werft. Einmal in einer Schnellreise. Und uns die nächste Schiffsvergrößerung holen. In der letzten Folge hatten wir uns das zum Ziel gesetzt. Wir sind nämlich leider handlungstechnisch momentan an einem mehr oder weniger toten Punkt angelangt. Jedenfalls weiß ich nicht genau, was wir noch tun können, um an die fehlenden Ressourcen zu kommen. Wir bräuchten theoretisch noch eine Seele, beziehungsweise einen Obolus von einer weiteren Seele, damit wir beim Ausbau in das nächste Gebiet können. Aber so richtig funktioniert das auch noch nicht. Uns fehlt ein Obolus, um die Fähigkeit zu kriegen. Und ohne die Fähigkeit fehlen uns die notwendigen Ressourcen für eine weitere Schiffserweiterung. Ich habe jetzt gerade mal Nebelstoff produziert, weil wir nämlich den Garten weiter aufwerten können. Da haben wir eine Aufwertung letzte Folge gefunden. So. Lässt unser Gemüse tanzen, bin ich immer gespannt, was das bedeutet. Aber erstmal zu Albert. Wenn wir schon nicht viel tun können, wir können aber unser Schiff vergrößern. Aha. Ich weiß nicht, seine Witze werden auch nicht viel besser. Oha, Steinzerstörer. Fehlt uns noch Marmor und eine Seelenblume fehlt. Wo wir aber Marmor herkriegen, weiß ich auch nicht. Wir finden das momentan nur in Trümmerfeldern. Aber auch nur mit etwas Glück. Also ich hänge jedenfalls gerade etwas fest. Ich weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Ich hatte sogar schon überlegt, ob wir einfach mal versuchen, diesen dunklen Bereich zu erkunden. Auch wenn ich mir nicht viel dabei erhoffe. Okay, Arthur hat wieder Hunger. Wir haben auch das Problem, dass ich immer noch nicht weiß, wie man sein gegrilltes Hähnchen macht. Aber in letzter Zeit sind wir auf Nachtischmodus. Immer ein bisschen knuddeln zum Nachtisch. Vielleicht ist das ja auch die Antwort. Vielleicht müssen wir noch weitere Trümmerfelder durchsuchen, bis wir genügend Marmor haben. Wir haben ansonsten auch noch ein Bergwerk bzw. einen Steinbruch noch nicht komplett untersucht. Inzwischen können wir ja die Luftströme noch nutzen. Allerdings können wir noch nicht an Leitungen entlang gleiten. Und ich meine mich zu entsinnen, dass es neben den Luftströmen auch dort Leitungen gab. Oder ich vermische das gerade. Kann natürlich auch sein. Das gilt es, denke ich mal, in dieser Folge zu überprüfen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Vielleicht übersehe ich hier auch eine Kombinationsmöglichkeit. Kann natürlich auch sein. Sollte ich nicht selbst in dieser Folge darauf kommen, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren darauf hinweisen. Falls euch etwas aufgefallen ist, was man noch tun könnte. Alice ist immer noch hier. Oh, okay. Ich dachte erst, es wäre irgendwie falsch getriggert worden, aber wir waren tatsächlich richtig. Ja, in letzter Zeit kränkelt Alice ein bisschen.
Aber sie ist ja auch schon etwas älter. Moment mal, sie hat einen Ausflug mit ihrer Tochter gemacht und wir haben gerade das Strandoutfit bekommen. Nee, das löst nichts aus. Ich dachte, das könnte ihr vielleicht irgendwie helfen. Weil sie hat auch inzwischen Gedächtnisprobleme, glaube ich. Jedenfalls kommt mir das so vor. Was macht Onkel Arthur denn da? Ist der irgendwie fest? Habe ich irgendwas falsch gebaut? Nee, hier springt er wieder runter. Oder er hat einfach gerade Spaß dran. Lassen wir ihn. Fehlt uns ja auch noch Kometenpulver und Eschenbrett. Wir können das Gästehaus aufwerten. Sehr schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ganz vergessen, dass das auch noch geht. So, wir haben uns ja inzwischen ein bisschen erweitert. Dann rutscht mal alles eins rüber. Dann kommt Alice nämlich auch... nicht ganz. Ich dachte, wir könnten das so hinstellen, dass Alice dann besser rankommt. Wobei, können wir. Sie kann ja momentan nicht so wirklich Leitern hochklettern. So, dann haben wir hier halt eine Lücke. Ist ja nicht schlimm. Stört mich zwar nur ein ganz kleines bisschen. Aber wir kommen klar. Es ist für Alice. So. Dann legen wir uns auch mal schlafen. Hier sind wir anscheinend angekommen. Dann fahren wir mal hier entlang. Ein Krebstier. Was kann man denn damit anstellen? Ich muss gleich fertig gießen. Ich muss fertig gießen. Schnell, 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 schnell. Ich habe die Glocke vergessen. Es ist morgen. Alles ist schon wach. Aufstehen. Alles ist schon wach. Oh. Oh nein. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. War das nicht richtig? Alles? Ich bin gerade unschlüssig. Ich kenne mich doch in der Schiffssprache nicht aus. So, für dich habe ich auch immer noch nicht so richtig das Lieblingsessen gefunden. Du magst exotische Sachen, aber wir haben anscheinend noch nicht das, was du möchtest. Wie wäre es erstmal mit einer Suppe? Ah, okay. War er nicht so begeistert von? Dann knuddeln! Knuddeln begeistert jeden, sogar Onkel Arthur. Ja, es tut mir leid. Für mich ist das zur Gewohnheit geworden. Oh.
Ich habe ganz vergessen, dass das geht. Wärmebehandelte Krabbe. Schade, dass wir nur eine Krabbe hatten. Jetzt noch weiter runter. Gucken wir mal, wie es Alice jetzt geht. Oh. Apfelkuchen! Oh, danke, Alice. Deine Lieblingsmahlzeit haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Mag anregendes nicht, mag altmodisches Essen, aber... Ihr Lieblingsessen haben wir noch nicht gefunden. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun. Irgendwas mache ich noch falsch, glaube ich. Hier ist bisher noch nichts, was man erkunden könnte. Oh, hab ich übersehen? Ich dachte, ich könnte dich auch mal. Du hast noch keinen Hunger, okay. Momentan etwas ruhiger, die Folge. Ich weiß immer noch nicht, oder ich überlege immer noch, was wir tun können. Ich weiß, was wir zu tun haben, aber irgendwie kommen wir nicht voran. Ich fahre mal ganz kurz zur Bushaltestelle. Ich probiere mal doch die Theorie mit dem Steinbruch, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass das nichts bringen wird. Oh nein, es wird schlimmer. Okay, einen roten Hut. Wir müssen anscheinend ihr Gedächtnis immer ein bisschen triggern. Habe ich nicht das blaue Outfit an? Ah!
glaube, sie verliert ihr Gedächtnis. Aber ich weiß auch nicht, wie ich ihr helfen kann, außer dass ich ihr Gedächtnis mit solchen Sachen anrege. Aber sie scheint uns die ganze Zeit zu verwechseln. Mit ihrer Tochter. Prüft mal ganz kurz, ob ich das richtige Outfit anhabe. Genau, das Strandoutfit mit rotem Hut. Wir haben es richtig. Aber wir können nicht mehr mit ihr reden. Geht's wenigstens gut. Das bereitet mir echt Kopfzerbrechen. Nicht nur die Tatsache, dass wir gerade ein bisschen hängen, sondern auch, dass ich mit Alice nicht weiß, was wir für sie tun können. Hier könnten wir vielleicht mit der Gleitenfähigkeit rüberkommen. Ich probier das mal. Nein, kommen wir nicht. Okay. Gut. Das war nicht mal knapp. Das war gar nichts. Hätte ja sein können. Gut, dann flitzen wir mal zurück. Francis ist schon wieder da, aber ich habe gerade auch nichts für ihn. Alice, komm schon. Rede mit mir. Alice. Ich kann nichts tun. Kann sie nicht umarmen, nicht was zu essen geben. Oh, nee, das war etwas daneben. Thank you.
fällt da gerade was ein. Moment mal. Eine Sekunde. Ich will etwas überprüfen. Wir fahren nochmal zurück. Ich habe gerade eine Idee. Es gibt eine Sache, die wir, glaube ich, nachdem wir den Doppelsprung bekommen haben, noch nicht wieder ausprobiert haben. Ja, aber was denn nicht? Rede mit mir. Alice. Ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht mit mir redest. Und zwar, hier war doch, glaube ich, ein Streik oder sowas. Und mit dem Vorarbeiter, beziehungsweise mit dem Arbeitgeber haben wir nicht mehr gesprochen, beziehungsweise konnten wir auch damals noch nicht sprechen, weil wir, glaube ich, den Doppelsprung noch nicht hatten. Und es gab dort ja auch noch eine Seele, die mitgestreikt hat. Wäre vielleicht eine Maßnahme, dem nachzugehen. Weil Steinbruch wird uns vermutlich Ressourcen geben, aber nicht die, die wir brauchen. Das sieht man ja schon im Menü. Wo kommen eigentlich die Blüten her? Die tauchen hier einfach auf. Stehen sie vielleicht für Alice Stimmung? Ich kann nicht mit ihr reden. Aber du kannst doch nicht die ganze Nacht hier bleiben. Du wirst dich erkälten. Alice. Ach Mensch. Was kann ich denn nur tun? So kurz vorm Ziel. Es regnet und Alice steht immer noch da draußen. Wir müssen das Schiff mal hier wegbringen. Sie wird sich erkälten. Oh Mann, das ist so mies. Ich gehe hier gemütlich schlafen. Sie steht im Regen am Bug. Das ist so gemein. Wir müssen hier schnell aus dem Regengebiet raus. Beeil dich, Schiff. Mensch, Alice. Ich kann das nicht mit ansehen. Es regnet. Komm rein, bitte. Nicht nur den Tag verderben. Wir haben auch das Problem, dass Alice sich da draußen erkälten wird. Achso, wir haben ja noch den Apfelkuchen. Vielleicht geht sie rein, wenn wir den anderen beiden Apfelkuchen gegeben haben. Das Problem ist, dass er noch keinen Hunger hat. Nein. Na gut, probieren wir mal unsere These mit dem Arbeitgeber. Was anderes wüsste ich jetzt wirklich nicht mehr. Geschafft.
Komm, den Container haben wir doch gerade geschafft. Ja. Sehr gut. So, Chef, komm raus. Die Leute wollen mit dir reden. Hallo? Also wirklich. Also da kann ich verstehen, dass sie streiken. Bei so einem Chef würde ich vermutlich auch streiken. Okay, hier fehlt uns noch die Fähigkeit. Und da oben ist ein Luftstrom, wie gemein. Ja, da ist die Seele. Ernsthaft, ich muss jetzt wieder da hoch? Okay, ich bin jetzt der Laufbursche. Was? Okay, das ist jetzt aber... Die verlangen ja nicht gerade wenig. Wir haben eine neue Seele. Es lag also wirklich daran, wir mussten einfach nur mit Doppelsprung mit dem Herrn verhandeln. Aber die neue Seele begrüßen wir erst in der nächsten Folge. Ich habe jetzt schon ein bisschen Überlänge gemacht, weil ich unbedingt wissen wollte, ob die Idee noch was bringt. Sonst hätte ich nämlich offscreen versucht herauszufinden, woran es jetzt hier gerade scheitert. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben eine neue Seele. Damit bekommen wir einen weiteren Obolus und können die nächste Fähigkeit freischalten. Ich muss nur überlegen, wo die zu finden war. Aber gut, das kann ich mir bis zur nächsten Folge hin überlegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!